Hallo allerseits. Dies ist ein weiterer Teil von Autodoc Video Tutorials zum Ersetzen von Autoteilen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Domlage auf Volkswagen Passat B6 selbst ersetzen können. Schauen Sie sich die Beschreibung unten für die Links zu unserem Webshop an, wo Sie die Ersatzteile kaufen können. Lösen Sie die Radhalterungsschrauben. Entfernen Sie die Hinterräder. Sichern Sie den Hinterradträger. Verwenden Sie einen Maulschlüssel Nummer 21, schrauben Sie die Mutter ab und entfernen Sie die unteren Befestigungsbolzen des Stoßdämpfers. Verwenden Sie einen Torx No.T25. Verwenden Sie einen Nuss Number 16. Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung. Entfernen Sie das Federbein. Verwenden Sie einen Kombi-Schlüssel Nummer 17 und einen Justier-Barren-Schlüssel. Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung. Entfernen Sie das obere Federbein. Installieren Sie eine neue Federbeinlage. Verwenden Sie einen Kombi-Schlüssel Nummer 17 und einen justierbaren Schlüssel. Schrauben Sie die untere Befestigung der Federbeinkolbenstange an. Verwenden Sie eine Nuss Number 16. Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung. Schrauben Sie die untere Befestigung der Federbeinkolbenstange an.
verwenden Sie einen TalkSnow.t25. Verwenden Sie einen Maulschlüssel Nummer 21. Ziehen Sie die Mutter an, die den Stoßdämpfer mit dem Achsschenkel befestigt. Danke, dass Sie unser Tutorial angesehen haben. Abonnieren Sie den Autodoc-Kanal und verpassen Sie keine neuen Videos. Wenn Ihnen dieses hier gefallen hat, drücken Sie den Like-Button und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden. Einen schönen Tag noch.